Hier geboren, ist jetzt 21 Jahre alt, Us können zwischen 120 und 140 Jahre alt werden. Spannweite ist 1,30 Meter und das Gewicht ist nicht ganz 2 Kilo, also genau 1900 Gramm. U kann ohne weiteres bis Fuchsgröße fangen. So, wenn Sie das hier ansehen, sehen Sie bitte auf die Augen, dann bemerkt man immer einen sehr starren Blick, denn Eulen können die Augen nicht bewegen. Darum können sie den Kopf um fast 360 Grad drehen. Die Menschen denken immer, dass Eulen tagsüber nicht sehen. Das ist falsch. Eulen sehen tagsüber absolut super. Sie sehen in der Nacht super. Nur wenn ich eine Eule in einem Raum sperre, der total dunkel ist, ein Tresor, oder wie man in den Niederlanden sagt, Brandgas, dann sieht sie nichts. Sie muss also einen Lichtpunkt haben, damit sie sehen kann. Das wäre das in Zahlen für Menschen, die rechnen können. Wie Sie wissen, wird Licht in Lux gemessen. Bei 1 Lux sieht der Mensch nichts. Sehen wir die Hand vor Augen nicht, so dunkel ist das. Eulen können das bis zu 6 Stellen nach dem Komma noch so optimal auswerten, dass sie super sehen können. Besser noch als die Augen sind die Ohren. Eulen hören auf 30 bis 40 Meter eine Maus laufen und können den Punkt bis auf 10 cm genau nach dem Gehör anfliegen, ohne was zu sehen. Muss man ja meinen, wenn ich hier spreche, müsste das ja sehr laut sein. Aber Eulen selektieren. Sie hören eigentlich das, was sie hören wollen. Beispiel, die Schleiereule, die in den Niederlanden Kerkeule heißt, weil sie oft in Kirchtürmen zu Hause ist. Diese Tiere sitzen mit dem hochempfindlichen Gehör bei den Glocken und hören trotzdem die Maus laufen. So, wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, bitte sehr, Sie dürfen gerne Fragen stellen. Ich versuche Ihnen alles zu beantworten. Bleiben die Tiere nachts draußen oder? Warum meinen Sie, wegen dem Wetter oder was? Ja. Krass sage ich dann, wo sind Sie in der Natur? Ja, draußen. Sehen Sie. Ich setze manche Vögel schon mal rein, meistens zum Schutz vor den Menschen. Ja. Wir haben hier ein großes Problem, dass ich seit 27 Jahren nicht im Griff kriege. Das sind Menschen, die bei unten beim Bezahlen den Verstand ausschalten. Für die niederländischen Gäste in Deutschland heißt der Beusert Mäusebussard, weil der Kleintiere frisst. Die vor einem Mäusebussard stehen, bewerfen ihn mit Brot, Tomate, Gurke, Pressfutter und alles Mögliche, was man gerade hat, bloß weil der Piep sagt, hat er schlimm genug. Und wenn ich da genau sehe, bei dem neben dem Klotz, da liegt so ein schöner, runder, dicker Stein. Ich habe ihn nicht eingesehen. Wenn ich es gesehen hätte, hätte ich einen wieder zusammengeschlagen, kann man bald sagen. Schlimm ist das, es ist eine Katastrophe. Ja, also setze ich sie schon mal dahin rein. Normal bleiben die immer draußen. Eine Schwalbe, die fliegt nicht zum Süden, weil es da warm ist, wie alle Leute sagen, sondern weil die hier kein Futter findet. Also, das sind Ernährungsprobleme. Warm und kalt spielt keine Rolle. Federn sind gegen kalt und gegen warm. Natürlich, wenn es so extrem heiß ist, fliegen die auch nicht gerne. Das ist das Gleiche, weil das Fliegen ist für diese Tiere arbeiten. Das Gleiche, als wenn wir schnell laufen. Und da haben sie genauso viel Lust zu, wie wir auch. Und wir können uns ein T-Shirt anziehen, die nicht. Fragen, bitte? Ja, war die Frage. Also ich habe ein höheres Gewicht erwartet, aber die Federn sind so leicht. Ne? Einmal sieht unser Auge viele Federn. Und alle Greifvögel haben hohle Knochen, die mit Luft gefüllt sind. Sie sind auf Leichtigkeit gebaut, die sollen segeln können. Die Natur wäre doch äußerst dumm, etwas schwer zu machen, was leicht sein muss. Hallo? Ja gut, aber ja. Wie schwer ist der Adler? Der Steinadler? Wie schwer schätzen Sie den denn? Ja, schätzen Sie doch mal. Im Gegensatz zu der, 3-4 Kilo? 4 Kilo, ja. Na gut, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich den bestimmt schwerer geschätzt. Der Mensch denkt falsch. Wenn wir groß sehen, ja, groß, dann sagen wir direkt, boah, und boah ist schwer und das und ja. So, wenn ich den Steinadler erkläre und ich sage, der hat 2,10 Meter Spannweite, dann sagen alle, boah. Wenn ich sage, er wiegt
3,8 Kilo genau. Dann sagen alle, oh, sind alle so enttäuscht, so ein großer Vogel, so leicht. Und dann sage ich, man hat das gemessen, ein Steinadler drückt mit den Füßen, kneipt, bis zu 300 Kilo. Und machen alle, das ist die Stelle, wo alle, boah, sagen müssen. 300 Kilo Druck, ganz einfach erklärt, 50 Kilogramm mehr als ein Rottweiler beißt. Nicht schlecht. Das ist der Bohr-Effekt. Ne? Ja. Einige Vögel sind ja hier aufgewachsen. Und andere, wo kommen die her? Von Kollegen. Falkner dürfen nur Vögel benutzen, die gezüchtet sind. In der zweiten Generation, und das muss alles genehmigt werden. Steinadler für den Verwendungsschutz. Alle. Alle Greifvögel sind gesetzlich geschützt. Wo sind die heimisch, hier die Urs?